Das heißt, die Taten sind eine Ursache, zweifellos. Aber die Taten sind es nicht wert, dass du den Wert des Paradieses bekommst. Das ist also keine Gegenleistung. Das ist kein Tauschgeschäft. Du machst die Taten und dafür bekommst du Ewigkeit im Paradies. Nein, das ist es nicht. Okay? Sondern das ist Ursache für das. Zweifellos. Iman und Amr al-Salih ist Ursache für beide Taten. Aber es ist nicht so, dass das eine, sage ich mal, Tauschware ist für das andere. Weil das ist, egal wie viel Gutes du tust, egal wie lange Gutes du tust, es wird ja nicht wie die Ewigkeit sein. Es gibt nichts, was du tust, was so viel wert ist wie das Paradies. Und deswegen, das ist nicht der Wert deiner Taten, sondern die Barmherzigkeit sorgt dafür, dass du die Ewigkeit bekommst. Die Barmherzigkeit Gottes ist es.